Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu Dead Space. Wir gehen jetzt zum Leviathan, um ihn ein für alle Mal den Garaus zu machen. Wir haben die Luft gereinigt, aber jetzt müssen wir noch das Gift ins System einschleusen, damit der Leviathan endlich verschwindet. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode hier bei Dead Space. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, habe auch Munition mitgenommen, damit mir im Kampf die Munition nicht ausgeht. Müsste reichen, müsste reichen. Okay. Das ist also der berühmte Anusgang, der uns dahin führt. Audiolog. Jawohl. Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt. Total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Okay. Sie wartet doch auf Jacob. Das ist schön. Zum Schürfdeck. Da wird geschürft. Nicht zu tief, wie die Zwerge das gemacht haben. Okay. Sehr einladend, das Ganze hier. Wir haben hier noch Lebenspunkte. Die nehme ich auch mit. Okay. Hier können wir jetzt das Giftsystem aktivieren. Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Kontaminiert. Tja, das sagt die so einfach, ne? Isaac muss man wieder alles machen. Los, rein da, mach es platt. Jojo, mach ich. Klar. Und was machst du? Primäres Nährstofflager. Okay, gehen wir mal rein. Kann man jemand das Licht anmachen? Eintritt Schwerelosigkeit. Dass hier alles rumfliegt, ey. Und dann auch noch in der Schwerelosigkeit kämpfen. Warte mal, da leuchten noch Sachen. Mal hier Munition. Und da sind Lebenspunkte. Und mein Inventar ist voll. Ja, dann fliegt er halt hier rum. Und nochmal Munition. Das ist das auch was. Bisschen verschwommen, aber ich sehe es noch. So, sehen wir uns erstmal um. Also, wir haben hier so einen Rundgang. Wenn ich hier so rumlaufe, dreht sich das. Also, kann ich komplett an der Wand langlaufen. Weil im Vakuum und so. Dann haben wir hier sehr viele von diesen Explosivtanks. Und da vorne, ja. Die Verstopfung. Da ist noch mehr Munition da. Okay, einer wäre schon mal weg. Au. Wo bin ich? Ich glaube, der hat mich leicht erwischt, der Arm. Okay. Zwei weg. Der Arm kommt. Praktisch ist immer, wenn er sich dahin packt und wir dann nicht gerade unbedingt stehen. Nein, der ist wieder reingelaufen. Dein Arm. Ha. Halt still. Ist ja furchtbar. Okay. Das hat gesessen, glaube ich. Mal so ein Ding mit. Boah, ich muss hier weg. Da sind schon wieder neue Arme. Ah.
Macht aber die Fressluke nicht auf, oder? Doch. Ich glaube, der hat gesessen. Der auch. Ist hier noch eine Flasche? Da. Was jetzt? Oh, ich hab ihn! Das war der Leviathan! Isaac, du hast es geschafft! Ja. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Toll. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. Hammond ist schon wieder verschwunden? Sind das Spuren, die da rausfliegen, Finde ich gar nicht so geil. So, jetzt kann ich noch die fehlenden Sachen hier, glaube ich, einsammeln, ne? Das ist ein Bein. Pfui. Hier waren auch noch Lebenspunkte irgendwo. Da fliegen sie. Gab's hier nicht auch noch ein Dreierpack? So ein Doppelding hier kann ich mal gleich benutzen, ne? Okay, hab noch ein bisschen Munition über. Hätte der Kampf auch noch länger gehen können. Ich glaube, das da könnte Munition sein. Ist zu weit weg. Ich muss sowieso noch eine Runde laufen, bis ich wieder hier zur Tür komme. Genau. Da ist das Dreierpack. Das nehme ich noch mit. Das kann man noch einlagern. So, hier, guck mal. Munition. Vielleicht ist ja noch einiges aus dem rausgekommen. Naja, das war's. Das war's. Bewegt sich halt immer noch, aber es ist ja auch hier in der Schwerelosigkeit, ne? Das sieht halt nur so aus. Es lebt nicht mehr. Nur die Sporen fliegen daraus. Okay, war mal ein großer Bosskampf. Jetzt nerven uns hier auf jeden Fall auf dem Schiff erstmal keine Tentakel mehr, die aus irgendwelchen Löchern herausgeschissen kommen. Ende der Schwerelosigkeit. Jo. Okay, und Hammond ist verschwunden. Und Kendra, ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, hier noch ein SOS-Signal abzusetzen, sodass noch mehr Leute hierher kommen. Wir sollten uns einfach mit dem Schiff selbst sprengen. Scheiß drauf. Achso, gehe ich erstmal zum Shop. Leider gab es keine Knoten als Belohnung oder so für den Bosskampf. Das große Midipack einlagern, ein kleines auch noch, zwei behalte ich. Und jetzt habe ich richtig viele Munition, die ich wieder reinpacken kann. Aber ich dachte, nimm mal ein bisschen mehr mit für den Kampf. Falls man hier und da nochmal daneben schießt. So. So, das lasse ich dabei. So. Da habe ich hier nochmal schön wieder was auf Reserve. Ich glaube, ich muss jetzt hier durch, ne? Ja. Ich muss ja den Bereich hier auch wieder verlassen. Genau. Hammond ist hier wirklich nicht mehr da. Der lag ja da in der Ecke. Ist weg. Aus dem wird man auch nicht schlau, ey. Macht immer so viele Sachen auch, ohne uns Bescheid zu sagen. Weiß er vielleicht wirklich mehr über den Marker? Wer weiß. Fahrschulfahrt. Ja, es geht wieder zur Bahnstation. Und dann verlassen wir hier die Lebensmittelabteilung. War aber spannend, die Abteilung, fand ich. Aber Bosskampf wäre ja auch wieder so mega laut, oder? Ich hoffe, ihr habt das alles einigermaßen noch mit verständlich verstehen können. So. Jetzt bin ich hier gleich bei der S-Bahn. Ja. Da ist sie schon. Ja, Kapitel 6 abgeschlossen, würde ich mal sagen.
Also weg hier. Hier müssen wir auch nicht nochmal zurückkehren. Das war Gefahr für die Umwelt. Ja, das speichern wir gleich auch nochmal hier. Und rein in Kapitel 7. Kapitel 7, ins Leere. Das hört sich nicht gut an. Ich will nicht ins Leere. Das ist die Abbauabteilung. Die Minengesellschaft. Wir sind, sieht man hier unten im Schiff da. Wo das Erz abgebaut wird. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. Aha. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Einfach sein? Für dich ist es doch einfach. Du gibst ja nur die Anweisung und ich muss alles machen. So, noch mehr Munition. Also, den Asteroiden abschießen und das SOS-Signal darauf platzieren, dass er dann noch ins Leere fliegt. Ich glaube schon mal bessere Pläne. Welcome to the mining deck. Ich bin nicht gerne hier. Zu viel Gestein. Aber noch hat uns hier niemand begrüßt. Keine Necromorphs da bisher. Aha, ein versteckter Eckenknoten. So. Schön hier. Wir sollen geradeaus weiter. Da, okay. Das da ist ein Speicherpunkt. Da ist ein Shop und da ist eine Werkbank. Okay. Erstmal gucken, was man hier noch mitnehmen kann. Jetzt in Kapitel 7 wäre mal wieder Zeit für einen neuen Anzug. Anzug Stufe 4 oder so. Könnte man nochmal mitnehmen, wenn ich einen finde. Alle Fächer leer bis auf 1, toll. Wie geizig. Kommt da jemand? Ich bin noch nicht fertig. Jetzt noch ein Minipack klein zu finden, ey. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ich glaube, die verkaufe ich. Ich habe so viele Mittelschulen gefunden. So, hier was Neues kaufen kann man ja natürlich auch nicht. Ich muss ein neues Schema finden für den Anzug. Ich habe aber auch nur noch 12.000 Gold, also viel ist es nicht. So, Mittel. Hier die kleinen Midi-Packs verkaufe ich jetzt. Auch wenn es nur 1.000 sind, immerhin. Energielaserkanone, weg. So. Impulsmunition ist das. Ah. So. Jetzt bin ich bei 18.000. Lang reicht eigentlich immer noch nicht für irgendwas. Ich kaufe noch einen Knoten. So, 8.000 spare ich. Hier drüben ist ja gleich noch eine Werkbank. Ich bin jetzt halt dabei, schon die Stase dann zu verbessern. Plasma-Cutter ist fertig hier. Das letzte Tempo-Ding habe ich vor dem Leviathan reingehauen. Der Plasma-Cutter ist also maximiert. Meine Rüstung auch. Jetzt kann ich entweder halt noch eine zweite Waffe mitnehmen, wenn ich irgendwann da mal ein bisschen Abwechslung haben will, obwohl der Plasma-Cutter eigentlich immer ganz cool ist. Oder halt hier schön Stase verbessern. Kinese-Modul, das sind nur drei Updates, das macht nur die Reichweite höher, dass ich von weiter weg die Sachen greifen kann. Aber das... Ja, wann mache ich das mal halt? So. Muss ich hier erstmal zwei reinbauen, die mir gar nichts bringen? Wie das immer so ist. So, und einen natürlich auch bewahren.
Mach zu. Immer die Werkbank schön hochklappen, wenn man fertig ist mit der Arbeit. So, Kapitel 7 ins Leere. Ein Schuss ins Leere ist das doch. Okay, und rein in den Fahrstuhl. Nee, wir rufen den erstmal. Aufzug zum Abbaubereich. Oh oh. Okay. Aus irgendeinem Grund ist das Schiff unter Deck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Ja, dann überbrück mal. Wenn es dir genehm ist, Lady. So, was haben wir denn hier? Achso. So, Abbau kann ich noch nicht. Ich kann zwar. Wo bin ich denn eigentlich? Bin ich ganz oben bei der Vorbereitung? Vorbereitung, Verarbeitung, Wartung. Wo fahre ich denn zuerst hin? Deck A. Ich bin jetzt in der Vorbereitung. Gut, dann fahren wir nach B. Gehen wir die Reihe nach. Das 4 war also die Vorbereitung. Ja, ich hab mich auch vorbereitet. Auf die Fahrschulfahrt. Nicht mehr in Ruhe Fahrstuhl fahren darf man hier. Oh, da ist ja noch einer. Schön, wie das in Zeitlupe machen. Was ich halt gegen die auch zu selten mache, ist hier die Arme von denen. Die mitzunehmen und die dann so in die rein zu ballern. Weil das halt eigentlich gegen die halt auch ganz gut Schaden macht. Also nicht die ganzen Körper, aber deren spitzen Gegenstände, die kann man halt in die rein ballern. So. Jetzt sind wir wieder hier. Audio, Text, Audiolog. Safety begins with teamwork. Mhm. Ihr Tempo, ich habe Elisabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich, wir müssen einen Sender finden. Es muss hier irgendwo einer sein. Jacob, da die eine wartet doch auf dich noch in der einen Abteilung. Die bei den Leviathanen war. Ich glaube, die beiden haben es nicht geschafft. Ist aber nur eine Vermutung. Was für große Bohrer hier. Kann man die hochheben? Nein. Hey, hau ab! Ich hau den Feuerlöscher gegen dich. Wo ist er hin? Das ist aber nicht nett von euch. Das hat er schon fast im Sprung erwischt. Oh, noch einer. Hallo. Das tut eh was. Okay. Der hat nichts fallen lassen. Das ist aber ärgerlich. Das waren wohl auch mal alles Minenarbeiter. Oh nein, nicht so einer. Bitte nicht platzen. Nicht platzen. Da soll ich lang. Hier sind so viele Wege, ey. Dass ich erstmal in Ruhe alle angucken möchte, kurz. Hier in der Ecke könnte ist noch ein Feuerlöscher. Was ist das für Geräusche? Oh. Gesteinsbrocken werden da geschmolzen. Könnte auch heiß werden. Gleich der nächste Checkpoint. Darunter soll ich. Was haben wir hier?
Geld, jawohl. Hallöchen. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal alle Wege durch, oder? Nee, da war ich. Doch, da war ich. Jo, sieht gut aus. Dann können wir runtergehen. So, zur Sicherheit nochmal einen reindrücken hier. 7 Stunden Spielzeit. Jetzt kommen wir zur Verarbeitung. Da ist irgendwas auf der anderen Seite. Ist das da auch ein Gesteinsbrocken? Oh Mann. Ich glaube, ich erinnere mich. So ein bisschen. Schön, wie das Licht hier durchscheint. Hey, Moment! Hey, hey! War schön, das Bein erwischt, ey. Bei dem auch. Und ein Textlog. So, Logbuch des Abbaudecks. Okay, Kreuz G, so heißt er. Gerhard Kreuz. Die Situation hier hat sich um einiges verschlechtert. Der Schwerkraftausfall trat ein, als wir gerade Asteroiden untersuchten und einer davon aus dem Gravitationsstrahl fiel. Er kollidierte mit der Wand, tötete 2 Mitarbeiter und zersprang dann. Oh, oh. Die einzelnen Brocken schweben jetzt frei im Weiterverarbeitungsraum und können die Schwerkraft erst dann wieder anstellen und den Generalschlüssel holen, wenn wir sie aus dem Weg geschafft haben. Wir könnten hier oben wirklich die Hilfe von ein paar Technikern gebrauchen. Okay, die Asteroiden müssen also weg. Da ist auch noch ein Stein reingedrückt. Und neuer Shop. Geld, Geld, Geld. So. Da ist also aus der Bahn ein Asteroid da rein, also von der Verarbeitung rausgestöpselt worden. Stase, ich hab hier immer noch safe welche. Ich muss ja sowieso mal eins verwenden jetzt, weil ich keins mehr hab. Na gut, eins verwende ich, eins behalte ich. So. Wenig Munition eigentlich, oder? Wird mal Zeit, dass hier ein paar Sachen wieder fallen. Nehme ich nochmal ein 25er Stapel einfach mal mit. So. Okay. Schauen wir uns nochmal den nächsten Raum nochmal an. Hallo? Okay. Ganz schön krass hier durchgeballert, ey. Da soll ich also wieder mal rein in die Schwerelosigkeit. Gerade rede ich noch von Munition und dann liegt da noch so eins. So, die könnte ich mitnehmen. Aber da kommen wir doch aber auch so hin. Guck mal, da ist noch eine Tür. Und da ist auch noch ein Kasten wahrscheinlich zum Aufmachen. Das Medipack kriege ich hier nicht durch. Kriege ich hier leider nicht durchgesaugt. Durch das Loch. Und von hier sehe ich es nicht so genau. Schade. So. Okay, Leute. Dann werden wir uns mal in der nächsten Folge drum kümmern, hier die Asteroidenbrocken, da die Dinger, hier wegzuschaffen, damit wir die Schwerkraft wieder einschalten können. Weil wenn wir die jetzt einschalten, fallen sie wieder komplett auf das Schiff rauf und die sind wahrscheinlich sehr schwer, die Dinger. So. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen mit dem Leviathan-Bosskampf. Und das kleine Geplänkel noch danach, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zur nächsten Folge von Dead Space. Macht's gut. Ciao.